Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Wir starten jetzt heute einmal mit dieser Gesamtübersicht. Ich hoffe, ihr seht hier den Mauszeiger gut, denn gestartet bin ich ja in Prien am Chiemsee. Dann ging es runter über die Schweiz bis nach Frankreich zum Mont Blanc und von dort aus weiter bis nach Venedig. Eigentlich war es jetzt geplant, von dort aus nach Kroatien, nach Pula zu fahren und über Bled dann zurück nach Zell am See und von dort aus nach Berchtesgaden. Allerdings kam mir etwas dazwischen und ich musste die Reise stark verkürzen, weshalb ich von Venedig aus direkt nach Zell am See gefahren bin und von dort aus dann nach Berchtesgaden. Und alles dazu im heutigen Film. Viel Spaß dabei! Ja, ich habe es ja jetzt gerade schon angeteasert. Also normalerweise wäre ich über Kroatien und Pula nach Slowenien gefahren, nach Bled und von dort aus dann nach Zell am See. Das wäre hier über Berchtesgaden zurück zum Chiemsee, was dann die Endstation gewesen wäre. Und aus persönlichen Gründen musste ich halt diese Tour stark verkürzen. Das eigentliche Ziel, die Alpen zu umrunden, hatte ich ja schon geschafft. Ich war ja schon in Venedig. Von dort aus hätte ich also auch gerade hochfahren können. Dann wäre die Alpenumrundung komplett gewesen. Und so entschied ich mich dann auch dazu. Und mein Plan war eigentlich, bis Heiligenblut zu fahren und von dort aus dann einfach über diese Großglockner Hochalpenstraße nach Zell am See. Das wäre halt die kürzeste Strecke gewesen. Das Problem ist aber, dass ich im März unterwegs war und zu diesem Zeitpunkt ist natürlich diese Großglockner Hochalpenstraße gesperrt, aus gutem Grund, denn da oben liegen teilweise 4, 5, 6 Meter hohe Schneedecken auf den Straßen. Ich hätte es also mit dem Auto niemals geschafft. Ich hätte mich in eine wahrscheinlich lebensbedrohliche Situation gebracht, wenn ich da wirklich drüber gefahren wäre. Aber das wusste ich halt zu dem Zeitpunkt nicht. Ich bin also aus Venedig losgefahren und kam dann mitten in der Nacht hier in Heiligenblut an. Und ich hätte von dort aus mit dem Zug nach Zell am See fahren können. Also der Wagen, mein Auto wäre auf einen Zug geladen worden. Und dann hätte ich nach Zell am See fahren können. Das wäre allerdings erst morgens gewesen. Ich hatte jetzt auch keine wirkliche Lust darauf, so ewig lange zu warten. Die Tankstellen hatten ebenfalls zu. Ich konnte also nicht noch spontan ein Mautticket kaufen, sonst hätte ich vielleicht hier ganz schnell rüberfahren können. Also bin ich ohne Mautticket hier diesen ewig langen Umweg gefahren. Normalerweise die ganze Strecke von Venedig bis nach Seebrugg am Chiemsee hätte eine Dauer gehabt von, ich glaube, 10 oder 11 Stunden. Und so kam es halt dazu, ja hier steht es, 10 Stunden, 18 Minuten, dadurch, dass so viel Verkehr war, ich kam kaum voran, immer wieder war irgendwas, habe ich von Venedig bis Heiligenblut schon fast 8 Stunden gebraucht, beziehungsweise insgesamt habe ich dann, ich glaube, so etwas über 11 Stunden gebraucht, bis dass ich in Zell am See war. Also anstatt 10 Stunden, 18 Minuten, 11 Stunden für einen Teil der Strecke. War also super spannend, hat richtig Spaß gemacht. Ich kam morgens komplett abgeschlaucht da in Zell am See an, habe dann da ein paar Videos gemacht und auch ein paar Fotos aufgenommen. Bin dann direkt weiter zum Königssee in Schönau gefahren, habe auch da nochmal einen kurzen Stopp eingelegt und bin dann nach Hause. Und diese Videos dazu, die möchte ich euch heute zeigen. Auch die Fotos, die ich gemacht habe, die werde ich dann in einer Diashow anhängen, aber dazu kommen wir dann gleich. Ja, und schon sind wir auch in Zell am See. Wie ihr sehen könnt, habe ich auf meiner Tour immer wieder Dörfer ausgesucht, die direkt an einem See liegen. Ganz einfach, weil das so dieser typischen, ja ich sag mal, Heimatidylle entspricht. Berge, Seen, ein nettes Dorf dazu, ist einfach immer wieder schön anzuschauen. Und so ist es auch in Zell am See. Wir waren schon einige Male dort in der Ecke. Wir haben Urlaub gemacht in Zell am See, wir haben Urlaub gemacht in Heiligenblut. Zell am See liegt nördlich vom Großglockner, Heiligenblut liegt südlich vom Großglockner und wir haben auch schon einige Nächte auf einer Hütte direkt oben auf dem Großglockner übernachtet. Ganz einfach, weil es quasi so ein Stützpunkt ist, von wo aus man unglaublich viele tolle Ziele erreichen kann. Egal ob man wandern möchte oder es gibt tolle Klammen, die man sich anschauen kann. Es gibt zahlreiche Höhlen und Bergwerke, die man besichtigen kann. Und noch vieles, vieles mehr. Und so ist es halt, dass wir immer dorthin fahren, also entweder Zell am See oder Heiligenblut und von dort aus verschiedene
Touren starten und wir schauen halt, dass diese Touren in der Regel so, ich sag mal so in 30 bis maximal 45 Minuten zu erreichen sind und damit erreicht man schon unglaublich viele Ziele. Also beispielsweise die Krimmler Wasserfälle, das ist glaube ich eines schon der Ziele, die am weitesten entfernt sind von diesen beiden Stützpunkten aus. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal hinzufahren, weil das einfach gigantische Wasserfälle sind und wenn man hochläuft, also an das obere Ende des Wasserfalls, ist man ja locker eine Stunde beschäftigt, wenn nicht sogar noch länger. Es gibt halt verschiedene Aussichtsplattformen, von wo aus man auf die Wasserfälle schauen kann. Ja, und das lohnt sich. Oder auch die Lamprechtshöhle. Das ist eine Höhle, die zeige ich gleich noch in der Diashow. Eine gigantische Höhle. Normalerweise ist es ja bei Höhlen so, dass man nur anfangs reingehen kann. Also man sieht halt einen bestimmten Schaubereich und ein sehr großer Teil dieser Höhle ist halt nicht begehbar. Zumindest nicht für, ich sag mal, normale Zivilisten. So ist es zum Beispiel in der Eisriesenwelt Werfen. Die ist auch unglaublich schön. Man kann an einer Führung teilnehmen. Die dauert, ich glaube, ungefähr so 30 Minuten. Aber man sieht halt trotzdem nur einen kleinen Teil der Höhle. Ja, und bei der Lamprechtshöhle ist es wirklich so, man geht da ewigst lange durch. Man hat wirklich das Gefühl, man steigt richtig in den Berg rein. Und am Ende steht man dann auf einer hohen Treppe, von wo aus man dann längs durch die komplette Höhle hindurchschauen kann. Ja, und das ist einfach mega geil. Dann hatte ich vorhin angesprochen, nicht nur die Krimmler Wasserfälle, es gibt natürlich auch noch zahlreiche andere Wasserfälle. In Heiligenblut ist das beispielsweise der Jungfernsprung, ein sehr hoher Wasserfall, ein sehr hoher, aber dünner Wasserfall bzw. schmaler Wasserfall, der aber trotzdem sehr schön ist. Und natürlich diese ganzen Klammen, die dort in der Ecke zu sehen sind. Was ich da cool fand, das haben wir nur durch Zufall entdeckt, war eine Fackelwanderung. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Klamm es war, aber dort bekamen die Erwachsenen wirklich eine brennende Fackel in die Hand und die Kinder halt große Leuchtstäbe. Und man ist dann im Dunkeln da durch diese Klamm gelaufen und immer wieder dieses ohrenbetäubende Scheppern des Wassers, dieser Krach, dieser Lärm und gleichzeitig die Dunkelheit, was so ein bisschen mystisch war. Aber es hat allen richtig Spaß gemacht. Vor allen Dingen für die Kinder ist das natürlich ein unglaublich cooles Event. Ja, und ihr merkt schon, ich komme richtig ins Schwärmen. Einfach weil es so eine unglaublich schöne Gegend ist mit so unglaublich vielen Reisezielen. Ich könnte wahrscheinlich noch eine Stunde lang philosophieren. Und genauso ist das bei meiner nächsten Station gewesen. Schönau am Königssee bzw. Berchtesgaden. Das ist ja quasi schon sowas wie ein Heimspiel für uns. Wir wohnen ja am Chiemsee. Bis auf Berchtesgaden sind es vielleicht 60 Kilometer. Man fährt also gut eine Stunde. Und auch dort kennen wir uns unheimlich gut aus. Und auch dort wissen wir, was es dort alles für richtig starke Ausflugsziele gibt. Natürlich, die meisten werden den Königssee kennen. Vielleicht auch noch den Jänner. Da kann man schön mit der Seilbahn hochfahren und hat von oben eine richtig starke Aussicht auf den Königssee. Nicht ganz so bekannt ist vielleicht der Grünsteig, wo man hochkraxeln muss. Da gibt es also keine Seilbahn. Aber von dort aus hat man dann eine Längsaussicht auf den Königssee. Man schaut also einmal längs drüber. Man sieht St. Bartholomä. Und das sind halt die Ziele, die sich jetzt direkt am Königssee konzentrieren. Aber auch dort gibt es natürlich wahnsinnig viele andere Ausflugsziele. Unter anderem die Almbachklamm oder auch die Wimbachklamm. Zu den beiden Klammen habe ich ja schon ein eigenes Video gemacht. Dann gibt es diese Eishöhle, die sich hinter St. Bartholomä versteckt. Es gibt jede Menge Berge, auf die man steigen kann. Und es ist halt unheimlich praktisch, weil Berchtesgaden und Zell am See liegen auch gar nicht so weit auseinander. Also ich habe jetzt an dem Tag, ich glaube, ungefähr anderthalb Stunden gebraucht, um die Strecke zurückzulegen. Aber wenn man in Zell am See ist, kann man genauso gut einen Tagesausflug nach Berchtesgaden machen oder umgekehrt. Das ist überhaupt kein Problem. Und es lohnt sich immer wieder. Ich kann es nur immer wieder bestätigen, egal ob Sommer oder Winter, natürlich auch im Frühling oder Herbst, sind das einfach sehr attraktive Ausflugsziele. Hier sieht man jetzt mal kurz Ramsau. Das Tolle an der ganzen Sache ist einfach, dass ich so viel Material darüber zeigen könnte, dass es einfach den Rahmen dieses Formates sprengen würde. Es war ein Teil meiner Alpenumrundung. Ich hatte eigentlich geplant, in Zell am See und auch in Berchtesgaden bzw. Schönau einen längeren Aufenthalt zu machen. Ich wollte auch noch einmal da übernachtet haben. Aber wie gesagt, ich musste halt nach Hause und deshalb konnte ich dann nur einen kurzen Stopp einlegen, weshalb ich jetzt hier diese Dia-Show zeige.
Aber ich habe mir überlegt, ich werde zu der Region bzw. zu diesen beiden größeren Regionen nochmal separate, größere Videos machen, eben weil es dort so viel zu zeigen gibt und so viel zu präsentieren. Das würde einfach der ganzen Sache nicht gerecht werden, wenn ich das jetzt hier in 4, 5 Minuten abhandeln wollen würde. Deshalb freut euch drauf. In der nächsten Zeit werden noch weitere coole Ausflugsvideos kommen, eben von den Regionen Berchtesgadener Land, Zell am See, Heiligenblut, der Großglockner und es kommt noch vieles, vieles mehr. In dem Sinne schließe ich diese Serie jetzt an dieser Stelle ab. Ich bedanke mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um alle Teile sehen zu können und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, ciao.